Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prey. Ja, wir müssen ja jetzt hier diese Steuerungskarte, Quatsch, was auch immer, herholen oder diese Stimmproben bekommen. Und jetzt müssen wir ja andere Sachen machen irgendwie, oder die, um die zu bekommen. Wir sehen ja hier, wir haben Rumpfbruch, Besatzungsquartiere, wir haben hier Luftschleuse, Maschinenlabor und so weiter. Und hier unten zeigt er halt an, versiegelt den Außenrumpf als einziges. Ich hoffe, ich mache jetzt eigentlich die richtige Aufgabe hier. Ich weiß nicht, obwohl der hier ist jetzt nur 20 Meter, warte, 20 Meter, da schon 122 Meter weg. Ich würde mal gern gucken, wie wir jetzt hier runter, wie wir da hinkommen. Ich fliege einfach mal dahin. Wo ist das Ding? Da. Warner, Anzug wurde beschädigt. Boah, was war das denn? Ey, das sogar hier draußen was ist, finde ich echt assi. Was war das? Den müssen wir noch scannen. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Medizinoperator. Wir gehen mal jetzt ganz langsam da rein. Aber dann ist es ja gar nicht das Loch. Okay. Wir schauen mal, was wir hier alles finden. Aber das hier ist definitiv schon ein anderer Ort. Aber hier finden wir wahrscheinlich keine Proben von der Stimme. Also Stimmproben. Chipsätze. Warte mal, das ist eine Akte. Okay, das sind Spiele. Dann trinke ich das auch mal direkt. Zack. Das nehmen wir mal mit. Das können wir nicht mitnehmen. Und da kommen wir gar nicht durch. Okay. Sprich, wir haben hier im Grunde auch nichts weiter. Essen können wir es aber. So. Dann machen wir mal hier wieder raus. Okay. Da haben wir mehrere Ziele. Rumpfbruch der Quartiere. Lasst uns das mal anschauen. Hier außen. Aha. Da haben wir ja den Übeltäter.
Den muss ich jetzt zuflicken. Womit? Mit der Glowkanone? Ich glaube nicht. Wir gehen mal. Oh. Wir gehen mal rein. Okay, ich gehe mal lieber mit der Knarre rein. Perfekt. Zu schnell, zu weit. Aber hier ist anscheinend auch nicht mehr. Okay, wir können wieder zurück. Ich nehme aber mal... Ah. Ich nehme mal wieder die Glow Cannon. Bevor wir kurz auf die Uhr gucken. Nicht, dass ich nicht mehr weiß, wann wir aufgenommen haben. Die Frage ist nur, wie müssen wir das denn jetzt zumachen? Die Frage jetzt, ob es da dran nur lag. Okay, pass auf. Ich probiere mal ganz kurz die Recyclerbombe. Okay, das Ding kriegen wir aus irgendeinem Grund nicht platt. EMP-Ladung, ich glaube, das bringt eh nichts. Ich probiere jetzt einmal die Schrotflinte. Okay, wir flüchten. Aber pass auf. Oh, mein Antrieb, Leute. Okay, jetzt wird Zeit. Okay, lassen wir das. Pass auf, wir fliegen jetzt einfach mal nach da unten. Denn ansonsten wüsste ich auch gar nicht, wo ich jetzt, hin muss, um die Sachen zu bekommen, wenn ich ehrlich bin.
Aber der Weg von dem Teil selber ist ganz schön happig, ne? Ah, da sind wir ja. Sehr gut, versiegel den Außenrumpf, Außenbereich geschafft. Verschaffe dir Zugang zum Lager für exotisches Material. Verschaffe dir Zugang. Ach so, jetzt müssen wir erstmal die ganzen Missionen hier nach und nach ab. Warte mal, kann der mich heilen? Hey, Kollege. Nee, okay. Wo muss ich hin? Da. Ich hoffe, der ist offen. Puh, okay. So, schauen wir mal, ob wir da irgendwie was finden. Weil wenn wir eine exotische Waffe kriegen, vielleicht kriegen wir irgendwie so ein... Was weiß ich denn? Sowas wie eine Kettensäge. Wäre jetzt cool, aber... Okay, ich glaube, die wird's nicht, aber... So ein Plasma-Laserschwert? Nee, okay. Ich glaube, das wird's auch nicht. Na, wir schauen mal. Ah, ich bin nur gespannt, wo ich da jetzt rauskomme. Oder ob ich mich da schon auskenne. Beides fragwürdig. So, wo kommen wir hier raus? Hört sich schon nicht gesund an. Wenn ich mal so ehrlich bin, deswegen Neuromods haben wir 1. Status, ja, Anzugschaden. Mein Anzug ist völlig am Arsch, aber wofür gibt es denn Mr. Clean? So, dann gibt es noch hier die Powerbank. Wo haben wir die denn? Weil wir haben nichts zu... ich weiß auch nicht, was sammle ich hier eigentlich? 9mm Munition die ganze Zeit? Ach, wir haben zwar mal diese Kaklu-Kanone dran, aber die können wir jetzt gleich zum Glück da oben recyceln. Junge, leck mich am Arsch, hat der mich erschrocken. Mit dem fackel ich ja nicht lange. Nur ein bisschen Angst mit meiner Glowkanone. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Komisch, immer nichts Lebensbedrohliches. Entspannen Sie sich. So, alles wieder gut. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Guck mal lieber gerade nach. Ey, das sind immer Geräusche hier, ne, die machen. Ah, da steht ja mein dünnes Loch.
Ach, jetzt haben wir Mr. Plasmastrahler wieder, ne? Kann ich mich in nichts verwandeln hier in der Kapude? Durchbruch im Außenrumpf. Geil, dadurch habe ich... Komm mal her, du kleines Sackgesicht. Komm mal her. Kollege. Ich verspeise ich ja zum... Nehmen. Die exotischen Stücke, sehr, sehr cool. Jetzt sind wir auch endlich hier ein Stück weiter gekommen wieder mal. Okay, die arme Sau wurde hier definitiv gefoltert. Aber dafür können wir leider nie... Alter, sogar beobachtet, ey. Selbst wenn die auf Klo geht, Alter. Was ist mit denen los? Lassen wir mal. Was macht der denn jetzt? Aber das war jetzt auch alles von dieser... Hä, wo ist denn jetzt diese exotische Waffe? Bin ich blöd? Nö. Hä? Ja. Gute Frage. Wir müssen mal ganz kurz auf. Wir müssen da ja eh wieder raus jetzt. Aber krass, jetzt habe ich schon ein paar Sachen abgeschlossen hier. Finde. Ist ganz woanders, wo ich bin, ne? Wo bin ich eigentlich? Da unten. Ach, keine Ahnung, wir müssen da von außen ran. So, nochmal dahin. Hallo. Das war bestimmt mein Fehler. Da läuft ja schon wieder so ein Scheißvieh rum. Ich brauche bald eine Reparatur. Wir sind mal safe weg. Dann waren wir schon wieder ein bisschen zu heikel, die ganze Kacke hier. Aber wir haben wenigstens schon mal zwei Sachen jetzt irgendwie abgeschlossen. Vielleicht haben wir auch irgendwann mal die ganzen Zugangsdaten, die wir oder Sprachnachrichtendaten, die wir brauchen, um... Aber wie geil, wir kamen in die eine Tür nicht rein, weil da unten noch das Leck irgendwie war. Und weil wir das zugesprüht haben, konnten wir auch oben rein jetzt. Das war schon ganz cool eigentlich, diese... Mach das, damit du das kannst. Vielleicht kannst du auch das dann machen, damit du das machen kannst. Richtig. Mikrogravitation entdeckt. Naja, Quatsch mit dem Vollalter. Du Gravitationsmensch, du. So, erstmal hier seitlich raus, damit ich mal hier checken kann, was jetzt hier abgeht noch. So, wir haben hier... mehrere Ziele. Sicher, dass das da richtig ist. Wir haben da oben...
Also eigentlich müssten wir ja da hoch. Menschliche Leiche entdeckt. Ich gehe da mal hin. Ah, das ist eine andere. Operator nähert sich. Ich komme. Brauchen wir den für irgendwas? Herunter. Suche Dr. Gellings Wohnkapsel, ne? Von Bellamins Leiche an mich. Mhm. Goldene Waffe, wer ist December? Geht so. Besatzungsquartiere. So. Menschliche Leiche, keine Ahnung. So. Dann haben wir Datenzentrale. Menschliche Leiche. Schon wieder eine. Rumpfbruchkraftwerk. Lasst uns da mal noch hinfahren. Komme ich da so durch? Das macht mega Laune, ganz ehrlich. Das macht richtig, richtig Laune, da durchzufliegen. Also hier in der Gegend rumzufliegen. Was ist die Frage? Hier. Ach, das ist ein Telepath, leck mir mal schon. Ich benutze mal für den Rest des... Okay, geil, wir haben ihn erwischt. Okay, Mikas Büro. Und was sollen wir jetzt hier finden? Ah, hier vielleicht.
cool, Waffen-Upgrade bekommen. Aber das Problem ist jetzt hier, hier ist ja gar nichts. Dafür sind wir jetzt hier rein. Wollen wir mal lieber schnell wieder raus. Luftschleuse, Luftschleuse, mehrere Ziele. Ja, angeblich sind da mehrere Ziele. Ich würde sagen, wir fliegen einfach noch dahin in der Folge. Und schauen wir noch mal kurz, was da ist. Ansonsten muss ich nämlich auch wieder... ich weiß gar nicht mehr, wo da oben oder unten ist, aber ich glaube... Quatsch, hä? Da. So, dann schauen wir jetzt nochmal, was wir da jetzt noch machen können. Zwei Aufgaben haben wir ja wieder abgefertigt, aber das ist wirklich kompliziert, was man da machen soll. Dann hin und her und da und hoch und da und runter und da musst du da und das machen. Ich brauche nur diese scheiß Proben, ey. Der Rest interessiert mich ja gar nicht. Ach, nee. Ich habe fast meine ganze Munition jetzt verhämmert für nichts. Im Grunde für nichts. Oh, da steht auch schon wieder so ein FIFA. Von wegen geklärt ist geklärt. Ja, ja, am Arsch. Naja, Leute. Bis denn auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen wieder.